Ja, die Aufnahme ist gestartet. Bitte lass es nicht nochmal crashen. Das sieht nicht gesund aus, aber auch cool. Wusste ich nicht, dass es so klappt. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Teil. Das ist der zweite Anlauf. Der erste hat nicht so geklappt, das BTS ist abgestürzt. Aber direkt zum Anfang. Ja. So, bitte lassen Sie Fahrgäste zusteigen. Aber gern doch. Tut. Ach, scheiße. Ah, okay, kein Wunder. Ich habe mich schon gewundert, warum der denn hier nicht irgendwas macht. Hier haben wir nochmal Airport. Die Frage ist: Irgendwo hier muss es rausgehen? Ich weiß es nicht. Naja, gut, auf jeden Fall, wir lassen die jetzt mal kurz zusteigen. Ich muss mal gucken. Das sind die Zugspitzensignale. Vielleicht Bremse lösen, wäre logisch. So. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal los. Ich suche Cablike. Okay, ist ja gut. Come on. Zack. Ja. Das ist übrigens das Add-on. Erstmal nochmal rein. Echt schön, finde ich. Das ist die Frage. Come on. Ja, wir dürfen schon 120. Das ist die Frage. Cool. Nee, wir fahren jetzt hier mal ein Szenario, Standardszenario, von Hamburg, Hannover Flughafen nach Hannover Hauptbahnhof. Eine nächtliche S-Bahn, sagt man. Zumindest heißt das Szenario so, nächtliche S-Bahn. Zumindest, ja, sollte es sein. Gibt es hier eigentlich einen Info-Button? Nein, gibt es nicht, ist hier langweilig. Stopp. Ja, ich weiß, dass ich eine Geschwindigkeits. Oh shit, oh shit, oh shit. Ups. Na, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Ich bin ja sonst so 112 gewöhnt, wo ich den Batteriescheiter nicht gefunden habe. Siehe mein Twitch-Livestream. Übrigens, folgt mir auf Twitch. Ich heiße da The Game Nicholas 428. Ja. oder halt eben dieses Standard Train Simulator Material. Was ein bisschen. Naja, ist. Ich finde, das ist irgendwie komisch, mit einer 111 S-Bahn zu fahren. Ja. Da fährt erstmal ein ICE. Mal schauen. Nach Hamburg fährt er. Na, ist ja auch nicht. Was ist denn hier? Oh shit.
Türen öffnen. Oh, endlich mal wieder ein Zug, wo die Türen auch öffnen. Ich hatte nämlich schon öfters mal so Züge, da haben die Türen nicht geöffnet. Also, wenn man drin geguckt hat. Da haben die Türen einfach nicht geöffnet. Von außen waren sie auf, aber von innen nicht. Total scheiße. So, zack, Bremse lösen und weiter. Ich habe gesagt, und weiter. Die PZB könnte ich eigentlich auch nutzen, aber nee. Halt mal nicht. Da fährt auch noch ein 111. Aber mit alten Wagen in Mint. So, ich darf ja noch beschleunigen, stimmt. Ja. So. Bei ungefähr 60 kann ich loslassen und runterbremsen. Na, ja, es ist ein bisschen doll. Ja, wir sind noch nicht ganz vorne beim Halt. Mein Gott, aber wie weit wollen wir noch vorrollen? Im Endeffekt war da hinten der Bahnhof. Oh. Ja, was bin ich denn? Warte mal. Hätte mir einer mal sagen können, nachher ist ja S-Bahn. Ups. Ich hätte es hier halten müssen. Ah, okay. Passt das auch hier. Nun gut. Sorry. Auch ich kann mal Fehler machen. Da. Kurz warten, Bremsen lösen. So, einmal kurz warten und jetzt aufschalten. Das war meine Lüftung, entschuldigt. Ach Gott. Ja. Jetzt schreiben wir mal kurz auf. Auf Stufe 17 passt. Kommen wir. Machen jetzt mal ein bisschen mehr. Ich habe ja gar keine Ansagen gemacht. Nächster Halt. Windhorst. Der Ausstieg ist in Fahrt. Rechts, glaube ich. Oh oh. Ja, jetzt soll ich abbremsen. 4,2. Na, machen wir 4,5, ja, passt. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Oh, 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 oh. Scheiße. Ah, ich soll da abbremsen.
Na, da ist der kurz verkeilt. Und stopp. Okay. Oh, hey, das passt aber. Ja, wobei es wären noch. Was ist mein Gewissen? Oh, okay. Haben wir tatsächlich die ebenerdigen und damit den niedrigen Einstieg. Die sind ja meist barrierefrei, da kann man dann zumindest hier kann man dann einsteigen. Hier ist eine Toilette eigentlich. Machen wir so. Kurz mal wieder auf 5 Bar auf. Nochmal runter. Jetzt hoch. Ah, da macht er jetzt. So, nee, auf jeden Fall. Der ist dann barrierefrei immer. Und hier haben wir wieder hohe Einstiege mit einmal nach oben. Neat. Ja. Nächster Halt ist Ledeburg. Dann kommt Hannover Nordstadt. Dann kommt Hannover Hauptbahnhof. Ich sollte runterschalten, denn ich mache hier. Zack. Oh, da muss ich aber sehr hart jetzt mal kurz greifen. Na, mach mal auf 4,2. Es wird aber close. Na, es wird, glaube ich, ein bisschen sehr knapp. Ah, ich muss noch mal ein. Ah, das wird ein bisschen doch zu weit. Da ist was dazwischen gekommen. Na super. Und ich habe mich jetzt damit sehr toll verbremst. Wie angepisst bin ich jetzt. Naja gut. Auch sowas passiert mal. Man verbremst sich, auch wenn es nicht nötig getan hätte. Meine Damen und Herren, bitte achten Sie im letzten Wagen darauf, nicht in der letzten Tür auszusteigen. Es tut uns recht herzlich leid. Bitte nutzen Sie die nächste Tür. Vielen Dank. Da machen wir einmal ganz kurz so, einmal so. So, da bin ich wieder. ja. Seit. Ja. Seit der Pause ist ungefähr. Ne, sind 1,5 Stunden vergangen. ja. Da gab es dann halt einige Störungen. Naja, dann bringen wir mal den restlichen Teil durch. Ich darf hier nur 100 fahren, okay. Das soll ich hinkriegen. Ja. Zack, komm. Na komm. Klick 100 oder auch nicht. Immer wieder runter.
Bei 80 dürfen wir hier gleich fahren. Ja. Falls man Rauschen im Hintergrund hört, das ist ein Ventilator, weil ansonsten wird es hier unerträglich. Lass ich an. Nee, in meinem Zimmer wird es sonst unerträglich. Und wenn man mal irgendwelche Kinder hört im Hintergrund, das sind. Kann ich nichts für. Müsst ihr bei mir vorbeikommen, müsst ihr euch bei den Nachbarn beschweren. Ich kann da wirklich nichts für. Sorry. Nein, ich werde ganz sicher nicht meine Adresse jetzt rausgeben dafür. Ich bin noch nicht geisteskrank. ja. Nee, das sind wieder irgendwelche Kinder, die meinen, dass sie nerven müssen. Zack. Vierundsiebzig, 73, 72, 71, 70. So, komm mal. Vielleicht soll ich doch noch einen runter. Hallo. Geht doch. So, hier sollte er halt recht weit vorne sein, weil da hinten der Aufgang erst ist. Zack, zack. Oh Scheiße, oh Scheiße. Na gut. Wobei es sollte echt gut sein, ne? Auch wenn ich schon meinen Kurzzug überschossen habe, aber okay. Oh mein Gott. Ja. Ich werde mal kurz auf 4,7 runter. Zack. Ich mag das mit dem mit der Beleuchtung hier. F3 machen wir mal einen Screenshot, warum auch nicht? Zack. Ja. Wohlgemerkt, ich weiß jetzt nicht, wie genau das ist. Wie genau man jetzt diesen Zug fährt. Also in Realität. Ich kenne die 111 nicht. Ich bin die 111 noch nie gefahren. Sei mir dazu gesagt. Ja. So. Da fährt erstmal ein anderer Regional. Ein anderer Regionalexpress. Zack. Oh. Komm mal, brems, 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 brems. Okay, doch. Hä, wieso zum. Nun gut, wird seine Gründe haben. Komm, gehen wir auf Stufe 4. Oh, ja, haben wir nämlich halt erwartend. Ich mach mal 4,7 bar. Komm an, jetzt müssen wir eigentlich gleich ganz genüsslich einrollen. Tut. 52, 51, 50.
Ich löse nochmal aus. Fahren mit 40 km/h rein. Passt. Jetzt mache ich wieder 4,7 bar. Zack. Ups. Halten wir mal als Langzug, also Vollzug. So. Ja. Ja, da bin ich dann wohl mal fertig mit diesem Szenario. Eieiei. Schauen wir uns gleich nochmal die Auswertung an, wie schlecht oder wie gut wir waren. Mal schauen. Szenario abgeschlossen. Türen sind zu. Perfekt. Rums. Ziel abgeschlossen, Betriebsfehler 5-mal, Geschwindigkeitsübertretung unzulässig. Oh Mann, ja, ich hatte Panik wegen SIFA und sowas. Sorry, sorry. Gefahrene Loks. DB 111, Verkehrsrot. Bin ich 20 Minuten 48 gefahren oder 20 Minuten 48. Zurückgelegte Entfernung bin ich 9 Meilen bzw. 15 Kilometer gefahren. Tja, ich würde mal sagen, da gucken wir mal ganz kurz auf Standard. Es sei denn, mir schmiert gerade. Ja, mir schmiert gerade TS ab. Nicht wahr? Ja. Dann würde ich sagen, wir. Man hört sich ein andermal. 22 Minuten, beziehungsweise jetzt gleich 23 Minuten. Bis dahin. Und bye bye.